Ja, dann, ich würde sagen, wir legen los. Genau. Anja, herzlich, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke Ja, schön für die Einladung. Hallo. danke, danke. Wir haben ja ein bisschen so eine Enlightenment-Reihe, die wir gerade hinlegen und es ist so schön und so viel tauchen nochmal ein, die schon im Enlightenment waren. Eigentlich war ja so das Ziel, einfach mal das bisschen, dieses mysteriöse bisschen aufzudröseln. Und das Interessante ist, es schauen so viel zu, die das Enlightenment schon gemacht haben. Und es ist echt nochmal, viele sagen, das ist nochmal ein volles Eintauchen. Und also einfach nochmal, wie wenn alles nochmal da ist. Das ist echt schön. Ja, Anja, danke für deine Zeit heute Abend. Du bist ja im Frankenland. Ja, ich bin die Ja. Grenze gekommen, genau. Ich bin schon in der Nähe von euch, ja. Das stimmt echt. Ja. Also, wir zoomen hier, aber wir sind mal zu dritt in Franken. Genau. Und wer zuguckt, ich sehe, da ist schon jemand da. Schreibt doch einfach mal auch in den Chat, woher ihr euch zugeschaltet habt. Genau. Das wäre doch super. Genau. Einfach mal, Immer ganz interessant, wo. von wo die Leute kommen, nicht? Also. Ja, genau. Wer da ist und einfach mal so ein Hallo da lassen aus. Buxtehude, keine Ahnung. Ja, Anja, wir wollen heute, ach schön, da fliegen schon die Daumen hoch, das ist toll. Genau. Ich glaube, die sind alle gespannt, Anja, weil es war echt bei jedem ein bisschen anders. Jeder erzählt ein bisschen anders, jeder erlebt im Enlightenment ein bisschen was anderes. Und wir haben ja immer ganz spontan einfach so Fragen, die halt immer so da sind. Und ja, Anja, magst du uns verraten, was denn so dein Punkt war oder warum du gesagt hast, ich muss ins Enlightenment. Was war denn so dein, ja, deine Motivation oder wo du, ja. Ja, also es stand so ein bisschen am, ja, auf einem neuen Weg, sagen wir es mal so. Also ich habe im Grunde meinen Job verlassen und es war gerade mal so ein bisschen griselig irgendwie alles und war dann so auf der Suche, was will ich denn dann? Also jetzt habe ich die volle Freiheit, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ich damit will. Und dann hatte ich euren Berufungstag gesehen und da haben wir ja dann auch den erleben und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann dachte ich so, ah cool, da ist jemand, der kitzelt was aus dir raus, der lässt aber auch nicht locker. da kannst du dich nicht wieder irgendwie zurückziehen. Aber ich fand das toll, also es war umfangreich eben aufgebaut und dann dachte ich, das ist schon mal gut. Und dann habe ich so gedacht, Mist, aber ich hänge an irgend so einer Stelle, habe eine Coaching-Ausbildung dann auch gemacht, also Persönlichkeitsentwicklung pur. Und dachte so, es muss aber doch schneller gehen und ich möchte noch irgendwie was. Und dann, ja, war das immer noch nicht so klar. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich so gedacht, nein. Ja, Martina dann erzählt irgendwie so, das musst du machen. Und dann habe ich so, das musst du machen. Was ist denn das? Ja, das sagt aber schon nicht. Ja, toll. Das ist ja schon mal nichts für mich, wenn ich so nicht weiß, was kommt. Aber dann habe ich so gedacht, ja, und ich glaube, also ich habe euch echt so vertraut, also nur aus diesem einen Tag, wo ich so dachte, boah, wenn das jetzt irgendwas Komisches, was gefährlich werden könnte oder merkwürdig sein sollte, ist, dann mache ich das mit den beiden, weil das ist irgendwie cool. Also da weiß ich, ich weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie wohl. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lasse ich mich darauf ein, egal, und ich lese auch nichts und ich frage auch nichts, ich will nur wissen, was brauche ich dafür. Und dann ist es egal. Und dann habe ich gedacht, cool, und dann fahre ich da jetzt hin. Wird schon irgendwas bei rauskommen. Okay, das war also stimmt, du warst am Berufungstag, das war echt, ja. Und da ging es ja schon ein bisschen auch um Themen, ja. Und ja, die können ja irgendwo mit dazu, ne? Weil das ist ja, warum leben wir die Berufung nicht? Weil wir halt um irgendwelchen alten Brei rumeiern, ne? Also, ja, und beschäftigen uns damit, ja, und beschäftigen uns damit und noch mehr, und aber kommen nicht vom Fleck, ne? Jetzt muss ich schnell mal gucken. Halt dich fest. Ich glaube, dass unser weit
Der ist am weitesten weg, unser Gast den hier. Den Reichweitenrekord, glaube ich, gebrochen. Sumatra, das müsste wirklich genau auf der anderen Seite der Welt. Das ist Sebastian, hallo aus dem Dschungel. Oh, geil. Ich hoffe, die Verzögerung ist so, dass wir es überhaupt hören können oder nicht. Wenn wir das letzte Wort gesprochen haben, muss der dann wieder erst den Anfang. Aber ich weiß nicht, wie schnell das Internet funktioniert über Satelliten, aber es ist sensationell. Cool. Das ist echt schön. Und die Beatrix. Oh. Aus dem Ruhrpott, ja, genau. Auch gut. Und ja. Am Möhnesee, die Susanne, ach schön. Wow. Ach, das ist ja wieder. Ja, ihr könnt alle mal schreiben, es sind ja viel mehr dabei, aber ihr könnt alle mal schreiben. Das ist immer spannend. Also echt live, ne, also mit dabei, der Sebastian aus dem Dschungel. Hey. Genau, der baut doch gerade einen Recyclingdorf auf. Da das steht eh noch super. Ein Enlightenment auch an, das wir in Sumatra machen. Ja, wenn man Corona alles mal beruhigt hat, dann können wir es mal ins Auge fassen. Ja, genau. Da wird die Reise wahrscheinlich schon ein Enlightenment werden, bis man dort ist. Challenge. Ja, also das war so dein Weg, ne? über den Berufungstag und dann das Enlightenment. Ja, das ist, ich lasse mich einfach drauf ein, ne? Man erfährt nicht so viel davor. Wir haben schon ein bisschen drüber erzählt und dass es nicht leicht wird oder dass es schon knackig ist, oder? Das ist somit das Einzige, was man so erfährt davor, oder? Ja. Aber ja. Dann, es gibt ja auf der Seite gibt's ja eine kurze Beschreibung letztendlich auch, ne, über eben diese Diagnosearbeit, aber da konnte ich mal nichts drunter vorstellen. Ja, also so. Und dann dachte ich, nee, ich will das, glaube ich, gar nicht lesen. Ja, ich will jetzt einfach, wenn, dann lasse ich mich komplett da jetzt ein. Ja, wenn ich jetzt wieder lese, dann fängt hier mein Köpfchen wieder an, irgendwas sich zu überlegen. Und dann dachte ich, nee, das lassen wir jetzt mal sein, jetzt ist es auch egal. Ja. Und wenn es wirklich nachher auch intensiv ist, egal, aber ich wollte das dann einfach jetzt mal ausprobieren. Gut was. Ich meine, du hast ja schon auch einiges gemacht, ne? Das heißt, also gerade was Selbsterfahrung, Coaching angeht, Ausbildungen auch in dem Bereich, da bist du ja schon echt jetzt gut unterwegs, ja. Also da hast du ja vieles schon erlebt auch, vieles schon aufgearbeitet. Du bist jetzt schon eine ganz lange Zeit einfach so an den Themen auch dran, ja. Und gerade auch mit Ausbildung, Coaching-Ausbildung. Und es ist ja immer ein bisschen anders und es geht ja immer ein bisschen um unterschiedliche Themen auch. Mhm. Ja, von daher bist du ja kein so Frischling jetzt, ne? Also das heißt, gerade was Potenzialentwicklung betrifft, das hast du ja jahrelang auch im Betrieb immer wieder gefördert, andere gefördert, andere aus anderen herausgekitzelt, nicht? Also bist du am besten aufgehoben? Wo fühlst du dich wohl? Wo ist so dein Wasser, wo du dir am besten entfalten kannst? Ne? Das auf jeden Fall, aber ich hatte das eigentlich verloren. Also ich hatte verloren, was ich eigentlich schon die ganzen Jahre gemacht habe. Also bin halt letztendlich in so eine Phase in der Firma gekommen und gesagt, hat das hier alles noch Sinn? Also ich habe Azubis ausgebildet und da gab es eben so Sachen, wo ich so manchmal dachte, so, es ist gar nicht mehr das, was ich eigentlich will, nämlich dieses Potenzial entdecken, entwickeln, das war ja auch noch schön, aber es dann auch dort einsetzen, wo es eben hingehört, ja, und dafür war eigentlich die Ausbildung und es wurde immer weniger, es gab weniger Stellen, wo wirklich dann der Azubi hingepasst hat und dann habe ich irgendwann gedacht, so, boah, das ist es nicht mehr und habe aber angefangen, an mir zu zweifeln. Du suchst die falschen Leute aus, die passen ja nicht hin, ist es noch richtig wahr? Ja, habe mich so in den Rad reingeredet und reingedreht, wo ich irgendwann echt so zu war, also wirklich wie so ein Panzer mir angelegt habe und gar nichts mehr fühlen konnte. Also ich habe kein einziges Gefühl mehr gekannt, gewusst, irgendwas. Und dann dachte ich, das gibt's doch nicht. Und habe das dann in der ersten Coaching-Ausbildung, war es das erste Mal, dass ich überhaupt mich wieder spüren konnte, also mein Herz mal wieder irgendwo gefunden habe, weil ich so gemerkt habe, ich bin so verbittert und so. Und dann dachte ich, so bin ich noch nie gewesen, so war ich nie und das will ich auch gar nicht so sein. Und das war schon so eine komische Erfahrung. Dann habe ich gesagt, okay, es geht und ich komme da wieder dran, aber es dauert einfach ewig lang. Und so tief, kommt immer mal ein Stück tief und dann geht es auch wieder an der Oberfläche,
dann dachte ich, wenn ich ein Stück noch weiter runterkomme, also es ist ja echt so eine Zwiebelschale, nur die irgendwie immer wieder abgepellt wird. Und dann dachte ich, vielleicht doch einfach noch mal 2, 3 Schalen drunter. Und dafür hat es mir echt geholfen. Und dann habe ich gedacht, geil, es gibt eine Möglichkeit, ich komme da dran. Ja, jetzt gucken wir mal, wie denn das war, dieses Drankommen. Ja. Also dein Enlightenment hat ja dann begonnen. Ja. Du hast gestartet im Enlightenment und ja, Anja, wie war es denn dann? Wie es dann mal so losging und wie du dann gemerkt hast, wie das hier so abläuft. Mhm. Warst du dann noch so begeistert erstmal? Nö. Also ja, positiv. Relativ positiv sogar erstmal überrascht. Nein, ganz komisch, aber ich dachte, ich habe mir irgendwie noch schlimmer vorgestellt. Dann habe ich egal. Also klar, es fing an, kein Handy. Ich so, okay, aber super, endlich kommst du mal raus aus diesem überall da sein müssen. Und das war echt toll. Ja, und ich sagte, cool, im Nachhinein war es gut. Im ersten Moment erstmal so ein Schock. Ich muss doch noch mal kurz Bescheid sagen, dass ich nicht erreichbar bin. Und dann ist kein Internet da. Ja, so, oh, okay. Na gut, dann geht es auch nicht. Egal, ja. Und dann fing es schon so vorher eigentlich an. Und dann irgendwann dachte, oh, egal, dann ist es jetzt so. Und dann, was weiß ich, was es noch alles war. Ach ja, wir sprechen da nicht mehr. Ja, und so, okay, aber wie kriegen wir dann alles so mit? Also dann fängt ja echt dieser Kopf an, erstmal so alles zu denken, so, oh Gott, kriege ich dann alles mit? Also so, hoffentlich verschlafe ich dann nicht, ja, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Also diese ganzen Sprüche, die, ja, was ich schon irgendwie zusammengereiht habe, wo ich immer gut drin bin. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, egal, wenn die das sagen, dann ist das so. Und dann lasse ich jetzt einfach mal drauf ein und gucke einfach, was passiert. Und dann ging es erstmal, bis dann zum ersten Mal die Erde. Und dann dachte ich, okay, ich kann da gar nicht abschalten. Ja, also hopp, 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 immer wieder in den Kopf. Oh, du sollst fühlen. Keine Ahnung, wie. Dann hast du immer so geguckt, was machen die anderen? Also ist ja eh so immer, was machen die anderen? Ist ja ein gutes Thema, kann ich gut. Da klappt das und die wissen und schon war der Kopf wieder dran, ja. Bis ich mich da erstmal einlassen konnte, hat ein bisschen gedauert. Ja. Krass, aber wenn man das merkt, oder Anja, so dieses, wie lange man braucht, dass man wirklich da mal auch sich wieder ein Stück weit fallen lässt, ja, also einfach in das Fühlen. Ja, wie schnell der Kopf alles verstehen will, alles erklären will, also der ist ja da absolut schnell, ja, und immer vorne dran, ja, der ist immer nonstop, ja, und ja, das ist schon spannend, ne? Ja, das war schon spannend. Was gut für mich war, einfach dann, dass es auch so ein bisschen Körperarbeit gab, sagen wir es mal so. Es hat mir nichts mehr genutzt, in dem Moment wieder zu sitzen und wieder zu denken. Ja. Weil das habe ich jetzt längere Zeit vorher schon gemacht. Aber ich musste, um mich wirklich wieder zu spüren, mich wirklich bewegen. Ja. Ja. Und da fing es dann an, wo ich dachte, oh, geht ja doch. Also ich spüre mich wieder. Und dann konnte ich anfangen, mich drauf einzulassen. Dann war es gut. Also gut, ja, immer mal nicht, mal ja. Aber war schon klasse. Gibt's eine Übung oder eine Situation? Eine Situation, die ganz hart für dich war. Ganz hart für mich war. Ohne dass wir es jetzt vielleicht so ganz ausführlich benennen, was es war. Ich glaube, diese Übung, die alle schon beschrieben haben, ja. Die war hart. Die war hart, auf jeden Fall. Letztendlich für mich jetzt im Nachhinein eine der wichtigsten Übungen, um zu merken, es geht wieder viel mehr.
weil ich immer gedacht hatte, es geht nichts mehr und ich war echt auf Sparflamme. Und das war auch in der Übung so, das war echt harte Arbeit, kann ich hinaus an dir. aber es hat dann echt, also hat mich wieder dahin gebracht zu sagen, okay, es ist mein Tempo, es geht, aber es geht auch wieder mehr. Aber ich muss trotzdem gucken, wo ist so mein Gleichgewicht. Ja, es kann mehr geben, aber es kann auch weniger geben. Und das war schon mal gut. Daher war es dann nicht mehr so schlimm, weil ein Ergebnis rauskam. Also so im Grunde, ja, es hat mir viel geholfen. Aber es ist erstmal so eine Abwehr, ne? Oder so auch dieses, haben mir einige jetzt schon gesagt, auch, ne, dieses ich kann immer, ne? Oder was der Kopf da alles erzählt, ja, und was mache ich hier eigentlich? Ja, also ich glaube, dieses ist auch bei vielen, ne? Was mache ich hier eigentlich? Ja, also vor allem bei der Übung auch. Und ja, und trotzdem bewegt sich in dem Moment auch bei den Diaden wieder mehr. Ja, also das heißt, da einfach locker gelassen und losgelassen und wirklich ja, da auch über Grenzen drüber, ja, wirklich zu sagen, okay, wo ist denn eigentlich meine Grenze, ja, wenn der da sagt, jetzt ist Schluss oder wie viel mehr geht denn da eigentlich noch, weiß ich schon, was da überhaupt geht, ja, also wie viel Power ich eigentlich habe. Ja, hab ich, geht mit dem Kopf nicht, kriege ich mit dem Kopf nicht raus, habe ich auch gemerkt. Aber es hat auch lange gedauert, das echt einschätzen zu können oder noch mehr zu geben, ja, weil immer so eine Bremse auch in mir schon war. Ich hatte eben so ein zwischendrin eben so einen Knieunfall, ja, wo ich immer Angst hatte, dass das wieder passiert. Ja, es ist nichts passiert, aber es war echt immer so an der Grenze, oh nee, ich will nicht, dass es nochmal so sau wehtut wieder. Ja, und dann war das immer mit im Kopf und dann nicht so, hey, da ist ja gar nichts, auf einmal hat das Knie nicht wehgetan, auf einmal war alles gut, ja. Und ich dachte, hör, jetzt hast du aber eine Anstrengung im Grunde, ja, wo du immer die vermieden hast wieder. Yeah. Und es geht trotzdem drüber. Und das war super. Das war dann echt nochmal so eine Erfahrung, wo ich dachte, ja, das Knie kann, macht vielleicht mal irgendwie oder hat einen Schmerz da eben ausgesendet, ja, aber jetzt ist alles gut, ja. Und das war vielleicht der Weckruf, ja, mach wieder mehr oder beweg dich mehr oder tu mehr, ja. Und das war cool. Ja. Was war denn, Anja, dein schönster Moment? Mein schönster Moment? Ja. Also im Grunde der letzte Tag, der letzte Abend, wir hatten ja dieses Event noch dabei. Also es war erst so, wow, will ich das? Ja. Aber es war dann irgendwann so ein Moment, wo ich dachte, boah, wie cool ist das denn, wie toll, dass wir die Chance noch dazu gekriegt haben, das so zu erleben, weil ich konnte mir darunter auch nichts vorstellen. Aber es war so ein tolles Gefühl, da zu laufen. Ich weiß nicht, was ich davon erzählen darf. Ja. Ja, so laufen, ja. Genau. und wirklich, da war es wirklich dann so, da war ich komplett bei mir. Und das kannte ich schon ganz, ganz lange nicht mehr. Also einmal wirklich wieder bei mir, scheißegal, was außen rum ist. Ja. Und einfach diese Umgebung und dieses Ganze mich voll genießen. Also so, da habe ich gedacht, oh, ich kann auch das wirklich wahrnehmen, also wirklich Freude wahrnehmen, wirklich was Schönes wieder wahrnehmen. Das war leider vorher weg. Und dann dachte ich, boah, das ist cool. Und das kann ich wieder haben. Also ich habe mir das nicht erlaubt. Ich habe es verboten, dass es mir gut gehen darf. Ich habe es verboten, dass es irgendwie schön sein darf. Ja. Weil ich vielleicht eigentlich so ein Mensch bin, wo ich sage, irgendwie ist vieles schön gewesen. Ja. Und ich habe mir das manchmal zerredet. Es darf ja nicht schön sein, es darf nicht gut sein, es darf nicht irgendwas sein. Mhm. Und dann, das war aber auch. Oh. Ja. Das ist auch für uns immer der schönste Moment. Also dieses Abschlussritual ist echt, ja, unbeschreiblich eigentlich. Ja.
auch streiten und wenn da jeder ganz bei sich und also wirklich, ja. Das ist mit. Echt, ja. Highlight. Das ist echt schön. Oh, wow. Ja, wie hast du denn, ich meine, das, wir haben es ein paar Mal schon gesprochen, so, aber das sind ja, man macht ja unglaublich, wie will ich sagen, sehr, sehr viele Dinge, wo es um Nähe auch geht. Und zwar wirklich dieses sich zum einen nackt zeigen, also nackt in dem Sinn, dass man wirklich vom anderen ja Dinge erfährt oder auch selber Dinge ausspricht, die die meisten nur mit sich ausgemacht haben vorher. Ja, also es wird ja wirklich reiner Tisch gemacht. Ja, es wird wirklich so, ich sage jetzt mal, wie bei einer Inspektion, wo wirklich alles, also so quasi jede Ecke angeguckt wird, ja, wo man wirklich dahin schaut, wo es schmutzig ist, da, wo es, ja, wo man sich am besten nicht zeigen will und so. Das ist ja, das kommt ja alles am Tisch. Wie hast du denn das empfunden? Gerade in so einem Kreis auch. War das schwer oder war das leicht? Also es kam schon teilweise aufs Gegenüber an, erstmal. Wer sitzt da so vor mir? Will ich mich dem öffnen oder nicht? Weiß ich nicht. Ja. Und es ist egal, ob Mann oder Frau, glaube ich, war, sondern keine Ahnung, was auch immer da ist. Und da ist ja der Kopf dann erstmal drin. Ne? Da ist ja erstmal wieder Kopf, Kopf, Kopf. Das muss doch irgendwie gehen. Und dann hast du dazu und dann hast du hierzu und dann ausschalten. Ja. Und als das dann ausgeschaltet ging, dann war es gut. Ja, und dann hat er, okay, dann kannst du dich drauf einlassen. Einfach mal zu gucken, was da kommt. Und ich bin es gar nicht mehr gewohnt gewesen, dass irgendwas aus mir selber herauskommt, sondern eigentlich nur hier oben. Ja. Und das war schon schwer. Und dann für mich selber zu vertrauen, es kommt jetzt von da unten oder es kommt da oben, das kam dann auch nochmal dazwischen. Ja. Und ich habe es mir echt schwer gemacht. Ja. Und deswegen war es für mich immer gut, dass es zwischendrin in die Bewegung ging. Ja. Wirklich, also ich musste aus diesem Kopfding raus und das ging echt nur mit immer zwischendrin wieder Bewegung, sonst fange ich mich da ganz schnell wieder. Ja. Genau. Und ich denke, das ist ja auch so ein Thema, das aktuell sehr, sehr viele beschäftigt. Ne? Dieses, was ist jetzt meins, was bin ich wirklich und was denke ich bloß oder was meine ich nur, dass ich darstellen sollte oder was ja so weit geht, dass man sich dann wirklich fragt, will ich das eigentlich? Macht mir das wirklich Spaß oder mache ich das nur, weil ich das halt kenne oder weil ich es schon so oft gemacht habe? Ist das wirklich meins? Was ist denn wirklich meins? Gell? Mhm. Und da kriegt man irgendwo mal so diese Fäden ein bisschen auseinander. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also deswegen noch einen Leitmann, damit es noch mal klarer wird. Aber das war auf jeden Fall schon mal so ein Schritt. Und ich dachte, das gehört gar nicht zu mir. Ja. Und als ich dann ausgesprochen habe, ne, in meinem Kopf, gehörte das alles zu mir. Dann habe ich das ausgesprochen und gesagt, so, wer redet denn da gerade? Ja, also es war echt wie so, es gehört gar nicht zu mir. Ich habe das gar nicht gemeint. Ich habe das auch gar nicht gesagt. Aber es kam ja aus mir raus. Ja, und dann habe ich gedacht, so, dann fing ich es echt an zu zweifeln. Ja, was ist denn das jetzt hier? Ja, wie viele Stimmen habe ich denn? Und es waren drei. Ja, es war Bauch, es war Herz, es war Kopf. Ja. Und dann erstmal zu sondieren, dann fängt es wieder an zu sondieren, ja. Und das war dann zum Glück zum Schluss nicht mehr so. Also immer zwischendrin, aber das schon mal kennengelernt zu haben, wieder, es gibt da mehrere Stimmen, ja, und es sind zum Glück nicht alles meine und ich kann auch ganz, ganz viel drauf vertrauen. Wie gesagt, ich war zum Glück, zum Schluss war es eigentlich so, dass alles gut war. Und es war wirklich alles gut, ja, wo ich so dachte, so, es ist gar nicht nur zerredet. Ich habe mir vieles nicht schön geredet, sondern ich habe es dann erst erfahren, dass das ja schon gut ist, ja, wie es denn in dem Moment eben auch war. Und es ging gar nicht mehr. Das ging vom Kopf her nicht mehr. Ja, es war nichts mehr gut.
Ja, es war sehr spannend. Also mich, was eher dann diese Erfahrung, doch, es darf auch so, wie es ist, gut sein, wie es im Moment ist. Ja. Ja, das ja. war, das habe ich auch intensiv erlebt. Das war für mich sehr, sehr gut. Ich weiß, eine Situation oder eine, ja, die ganz stark war auch, Anja, wo es um das Chaos ging. Du hast ja mal sehr gegen dieses Chaos gekämpft. Das war ja, da hast du auch ziemlich viel Energie aufgewendet, so. Ja. Ja, ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man so Chaos im Kopf hat und irgendwie so die Gedanken wirklich so boah, kreuz und quer und dann will man vielleicht irgendwas sagen und dann hat man keine Ahnung, weil das alles da oben planlos ist, ja. Wer kennt denn das? Also ihr könnt es ruhig mal schreiben. Also, und damit hast du dich ein bisschen rumgeschlagen, Anja, ne? Ja. So ein bisschen. Ja. Es ist immer noch so. Also nee, es ist nicht mehr so. Es ist chaotisch immer noch. Ja. Also nach meinem Verständnis chaotisch. Genau. Aber was ist... Und ich merke aber auch, ich bin eben einfach auch nicht der strukturierte Mensch. Ich block dann eher aus dem Kopf raus, wenn es strukturiert ist. Und es fällt mir viel, viel leichter, aus dem Chaos raus, das zu sortieren. Also es ist ja eigentlich auch nur ein Umräumen. Also es ist gerade so ein, weiß ich nicht, Unsortieren. Ja? Ich brauche erstmal dieses Chaos, um aus diesem Ganzen, was ich mir so kreiert habe über über 50 Jahre letztendlich, habe ich auf einmal die Chance gekriegt, nicht mehr nach diesem Schema zu leben, was ich jahrelang gelebt habe, sondern habe auf einmal so eine Freiheit, wo jetzt kannst du auf einmal machen, was du willst. Ja. Und dann kam so viel, oder es ist schon so viel auch da gewesen, dass du sagen, ja, was will ich jetzt von dem einen? Muss ich mich auf eins festlegen? So, und jetzt ist es, ich hau immer noch alles Mögliche erstmal hoch und es muss noch mehr dazu kommen. Und jetzt fängt es langsam an zu sortieren. Ja. Ja. Und das war aber eine tolle Erfahrung letztendlich. Ja, es darf erstmal wieder chaotisch werden, weil dieses Eingefahrene kenne ich ja. Es war starr und es war ein Weg. Und jetzt kommt auf einmal so vieles und so, da muss ich erstmal. Ich glaube, das chaotisch aufbauen, ja, damit ich überhaupt alles erkenne und alles wieder wegsortieren kann oder vielleicht auch gar nicht sortieren will. Ja, ja. Nee, manches gehört auch nicht in eine Schublade, sondern es gehört in einer anderen Zusammensetzung wahrscheinlich noch zusammen. Und deswegen brauche ich das im Blickfeld. Ja, das gehört noch dahin, das kann aber auch damit rein und es soll nicht in eine Schublade. Aus dem Schubladendenken möchte ich raus, bin ich zum Glück jetzt einigermaßen raus. Tut mich immer wieder ein. Also es gibt da schon noch so ein paar Schränke, die sehr feste Schubladen haben. Aber es Chaos sortiert sich so langsam in verschiedene Richtungen und ich weiß, dass ich nicht eine Richtung brauche. Ja. Ja. Aber es war schön, einfach da auch wirklich. Das war ja der Moment, wo du dich dann voll drauf eingelassen hast. Ja, also im Enlightenment, ja, zuerst war ja ein ganz starkes Kämpfen. Und in dem Moment, wo du dich, ich sag's jetzt mal, ergeben hast, ja, also wo wirklich das Chaos da sein durfte, ja, und zwar voll und ganz, ja, dieses, ich nehme das jetzt, ja, das ist jetzt da und ich nehme es jetzt. Und da machst du ja einen Switch, ja, da geht ja einfach was, du erlaubst dir dieses Chaos, ja, in dem Moment verändert sich ja was, ne, also dieses tiefe Eintauchen in das Chaos und das voll okay finden, ja. Und das ist jetzt, wenn du das jetzt so beschreibst, halt, ja, jetzt so danach, so aus dem Leben, wie das Chaos sein darf, ja, und daraus einfach total schöne Dinge entstehen. In manchen Stellen schon klarer, in manchen noch voll des Chaos und einfach aber dieses, es ist kein, ich muss nonstop damit, also dagegen ankämpfen. Ja, und
glaube, das ist sowas, wo es ja wirklich dann einfach entspannter wird oder die Dinge auch nochmal mehr, ich glaube auch so dieses im Beobachten mehr sind, statt in diesem Versuchen, in irgendwelche Schubladen reinzustecken. Ne? Das wird, finde ich, schön mit den Schubladen. Mhm. Ja, sondern einfach mal in diesem Beobachten von diesem Chaos, ja, und zu gucken. Und das ist ja ein bisschen auch, ne, wir kennen deine Biografie, wo du ja unglaubliche Stärke hast, ja, in diesem Rundumblick, was braucht denn da gerade was und was braucht denn da gerade wer? Eigentlich dieses, ein großes, ich sage jetzt mal, Unternehmenschaos zu haben, wo du dann eigentlich agieren kannst, ja. Und jetzt gibt es dieses große Unternehmenschaos nimmer, aber das, du brauchst ja das trotzdem, um irgendwo was beobachten zu können, um da zu gucken, wo muss da was hin, ja? Ja, wo darf da was Neues hin oder was anderes hin, ja. Ja. Ja, das ist schon auch gut. Also, und hatte ich diesen Rundumblick nicht oder dieses Chaos nicht, dann kriege ich auch nicht das alles mit. Und für mich ist es dann so, ich möchte nicht eine Meinung hören, sondern ich möchte einfach mir selber das richtige Paket dann daraus schnüren und nicht mehr nur in eine Richtung sehen, sondern ich möchte auch, wenn ich mit Menschen umgehe, ich sehe nicht nur, du hast das gemacht, sondern ich möchte einfach verstehen, warum das so ist, ja, warum macht der das so, und wo hängt das auch wieder, oder wo kann der eine dem anderen auch irgendwie, ja, mithelfen, das weiß ich aber nur, wenn ich weiß, was die Fähigkeiten, was die Fertigkeiten, was den Mensch da ausmacht. Ja, und das ist so schön. Ja, wenn ich dann einfach gucke, hey, du hast aber diese Qualität oder du hast das, was total passt. Ja, oder auch mit Steffi ist ja auch so, ist ja meine Partnerin im Podcast. Wir sind so konträr teilweise, aber auch an manchen Stellen total ähnlich. Ja. Und das so rauszukriegen, welcher Part gehört wem und wo gehen wir eigentlich so gut zusammen, dass es wieder zusammenpasst, ja, oder wo können wir auch uns unterstützen? Geht ja nicht immer nur darum, in eine Richtung zu rennen, sondern dass man es wirklich von verschiedenen Seiten auch sich anhört oder verschiedenen Seiten auch mal beleuchtet, ja. Manchmal ist es dann wirklich so, dass man sagt, ja, so habe ich ja noch nie gedacht, ja. Aber das gibt's auch. Und ich glaube, jeder Mensch ist eben auch, du hast es immer so schön beschrieben mit deinem Pendel. Ja. Es gibt beide Seiten. Es gibt den Chaot, aber es gibt auch den Strukturierten. Aber es kommt darauf an, in welcher Situation das ist. Und manchmal brauche ich den Strukturierten, damit das rauskommt, was ich auch sagen will. Weil das in dem Moment vielleicht noch nicht geht. Ja. Oder genauso braucht der Strukturierte vielleicht genau dieses Chaos, um einfach mal anders zu denken, ja, oder um auch noch was anderes zu sehen. Ja, und das ist toll. Und das ist auch für mich so die Richtung, wo ich hin will, um zu sagen, es gehört alles zusammen, es gehört ganz vieles zusammen und ich möchte das so zusammenfügen, dass was Tolles entstehen kann. So. Wow. Okay, irgendwann. Ja. Da tut sich ja gerade ganz viel auch bei dir. Du bist ja wirklich sehr aktiv. Es gibt viele, ja, ich sag's jetzt mal so, Herzensprojekte auch, einfach was du schon lange so in dir trägst. Und da geht's ja jetzt peu à peu auch hin. Ja, das heißt wirklich, das, was du über Jahrzehnte für Firmen, für Unternehmen gemacht hast auch, wo es jetzt darum geht, das jetzt noch viel mehr zu kanalisieren und ja, einfach das, die Menschen was davon haben, ja, dass du diese Talente hast, ja, und dass dieses Chaos einfach sein darf, ja, also wo genau die schönen Dinge entstehen, ja, also das ist schon schön. Das Enlightenment, ich hole das nochmal her. Was war denn, also wenn jemand das Enlightenment machen würde, ja, oder machen will, was würdest du denn dem mitgeben wollen, was dir gut getan hätte? Also das heißt, was hätte dir jemand sagen müssen vorher?
Was ein Rat hätte er mit auf die Reise geben sollen. Das hätte mir jemand vorher sagen müssen. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich so dieses unvoreingenommen hingehen, unvoreingenommen einlassen, wirklich mal vertrauen und alles mitmachen, was da gesagt wird. Also ich glaube, es ist oft so, dass man dann denkt so, oh je, die sagen mir jetzt auch noch, was ich machen soll. Das ist ja schon so ein Thema, will ich auch nicht jeder sagen lassen. Aber wirklich dahin zu kommen und zu sagen, die haben schon recht, das ist ihr Projekt und die machen das so toll und die gehen, und ich finde, ihr geht beide so gut auf die Menschen ein, es kann nichts passieren. Also es ist natürlich, es wird gefordert, aber mal von diesem Gedanken runterzukommen, boah Mann, jetzt, warum muss ich das jetzt machen oder will ich das nicht oder so, einfach mal so eine andere Haltung zu kriegen und sagen, ja, ich lasse mich da voll ein und ich mache das wirklich nach diesem Schema, was mir da endlich mal wieder vorgeschrieben wird, auch wenn ich das nicht unbedingt leiden kann. Und dann wird es einfach gut und dann bringt mir das für mich so, so viel, weil ihr auch wirklich dieses Gespür dafür habt, was braucht der Mensch gerade? Muss er mehr gekitzelt werden oder muss er vielleicht auch gerade mal eher so eine Streicheleinheit haben? Ja, es ist so und das fand ich beeindruckend und wieder einlassen. Einfach egal was, einfach nur noch Schema machen. Ach, schön. Ach, cool. Ja. Ja, super, super. Habt ihr denn noch Fragen? Ach, Thomas ist ja auch da. Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr irgendwas von der Anja noch rauskitzeln? Gibt's da was so? Ja, also du sagst für dich, du hast profitiert davon, einfach für dich privat, für dein Leben, für das, was hingeht, was du noch so vorhast, wo du gestanden warst in deinem Leben. Auf jeden Fall war es ein Sprung. Also es war schon ein großer Sprung, ja, auf dem Weg wieder zu mir zu kommen. Es ist so. Und ja, da werde ich nie irgendwie immer ankommen. Es gibt immer wieder die gleichen Situationen, die passieren auch heute immer noch. Ja. Aber es ist mir bewusst, okay, das kenne ich jetzt daher schon, und je öfter es mir bewusst wird, umso mehr darf es dann auch irgendwann mal sein oder gehen oder vielleicht auch mal belächelt werden. Ja, manchmal muss ich einfach drüber lachen, ne? Und sagen, das hast du doch da schon gemacht und das ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Und es kommt immer noch okay und dann ist es auch hoch. Und das ist cool, wenn es dann nochmal hochkommt und ich kann es endlich belächeln oder einfach mal sagen, ja, jetzt hast du dich schon das 10. Mal gezeigt und es ist auch okay. Ja. Und dann ist es auf einmal, dann kann es weg, dann kommt es nicht mehr. Ja. Und das ist cool. Und dann kommt was Neues. Dann ist wieder Platz für Schaffen für was Neues. Und das ist toll. Das ist toll, das einmal zu erfahren, um es dann sich immer wieder dran zu erinnern, glaube ich. Naja, es ist so eine Referenzerfahrung. Einmal wirklich in der Tiefe da durchgehen und zu merken, hey, das ist okay. Ja, also das ist echt okay. Und wie du sagst, ja, in diesem Alltag, das heißt ja nicht, dass die Situationen dann von jetzt auf gleich weg sind. Das hätten wir immer gern. Ja, also es kann sein, dass das Leben sagt, das gucke ich nochmal. Ja, ich gucke nochmal. Ja, fällt sie dann nochmal drauf ein? Ja, steigt sie dann nochmal auf den alten Wagen auf, dann, ne, auf die alte Strategie? Oder wie sieht's denn aus? Ja, und okay, und dann manchmal, ja, sind wir einfach so bewusst und schnallen sofort und manchmal ist der erste Impuls die alte Strategie. Ich meine, die haben wir zigtausendmal abgefahren. Ja, klar. Ja, die ist drin in jeder Zelle. Ja. Und ja, und dann ist dieses okay, dieses Bewusste und irgendwann kommt dann dieses, ach, okay, shit, ne, wenigstens danach so, ne, wir haben es gemerkt. Ah, da war es wieder und so. Und irgendwann, ja, umso schneller wir einfach merken und dann mal so anders abzweigen, ja, und wirklich sagen, okay, dieses bewusste Stehenbleiben, das bewusste, okay, ich guck das Chaos mal wirklich an, ja, was ist denn das jetzt gerade, und oder ich gucke mir die Angst mal an, ne? Ich bleibe stehen. Und irgendwann gibt es keine Notwendigkeit. Ja? Das heißt, irgendwann löst sich es einfach auf, weil es keine Notwendigkeit mehr gibt. Mhm. Ja? Das heißt,
das Leben merkt, okay, reizen kann ich sie damit nicht mehr. Ne? Also das heißt, sie geht mir da nicht mehr hoch, sie greift nicht mehr auf die alte Strategie ein. Ich meine, okay, wozu dann noch? Ne? Also ja, macht keinen Spaß mehr. Ne? Ja, und dann ist es halt echt so ein Test. Ja. Und manche Tests kommen halt gar nicht mehr. Das ist schon gut, die sind dann da schon gelöst. Manche brauchen einmal und manche brauchen mehrmals immer noch. Ja. Aber schön ist dann, sobald es bewusst geworden ist und du bewusst stehen bleibst und was ändern kannst, dann reicht es schon nur, ein anderes Wort mal auszusprechen oder einfach nur zu sagen, du sagst es vielleicht gar nicht mehr. Und dann mal zu gucken, was passiert in deinem Umfeld. Also, so, jetzt brauche ich die ja gar nicht mehr irgendwie anzukieksen. Ja? Die gibt mir jetzt Paroli, was ist denn jetzt? Wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Und das ist echt spannend, was so dann außenrum passiert, ja, wie viele Leute dann erstmal, was ist denn da jetzt los? Ja, das kann ich ja mit der gar nicht mehr machen. Oder die reagiert ja doch gar nicht so. Also mein Sohn hat es oftmals, der spricht dann erstmal was aus, ne, was so in seinem Köpfchen vorgeht, was er denkt, was ich sagen würde. Und dann hat sich manches geändert. Dann habe ich so gesagt, ja, das war schön, dass er das ausgesprochen hat, sein Denken, ja. Jetzt reagierst du doch wieder so und so. Und habe ich gesagt, nee, eben nicht. Ist das gar nicht so. Da war der so erstaunt. Ach so, so denkst du gar nicht. Ja? Da kam es dann erst mal raus. Und ich, ja, so habe ich immer gedacht. Ja. Aber jetzt ist es gar nicht mehr. Das ist ja spannend, wenn du das jetzt aussprichst. Ja. Und damit war es dann vom Tisch. Und das war echt schön dann auch. Ja. Ich dachte, oh, es ändern sich gerade ganz, ganz viele Sachen von außen auch mit. Und das ist toll. Einfach super. Genau, und das ist das Schöne zu merken, wie sich dann das im Umfeld so viel voll, dann verändert. Voll, ne? Ja. Und es haut auch immer wieder rein. Also es haut auch immer wieder rein, weil dieses Spiegel, die kriege ich dann immer noch und kriege ich dann in dieser Person und in der nächsten Person. Und manchmal verstehe ich es einfach immer noch nicht, dachte ich immer noch nicht, ach, das ist ja schon wieder das Gleiche, aber in einer anderen Form oder in einer anderen Figur. Bis dann erstmal klar ist, dass es immer wieder der gleiche Glaubenssatz ist oder immer wieder das gleiche Thema, nur anders angezogen ist. Ja. Und wenn ich das dann endlich durchschaut habe, dann ist es gut. Wieder stehen zu bleiben, ne? Stehen zu bleiben, so, okay, ich bin da, ich bin bei mir, was ist gerade los? Ja, was fühle ich gerade? Und das finde ich alleine dieses stehen bleiben und mich bemerken, mich wahrnehmen, das ist ja das, was wir ja zelebrieren im Enlightenment, ja, also du nimmst ja nonstop dich wahr, ja, und nimmst den anderen nonstop als Spiegel und egal, was passiert, immer mein Teil davon oder mein Anteil oder mein, was meine Person betrifft und das ist einfach dieses Auflösen nonstop von diesen ganzen Rollen, von dem ganzen, wo wir immer beim anderen sind, ja. Ja, also einfach diese Erfahrung mitzunehmen und dann zu sagen, okay, da klappt es noch nicht, da ist es aber vielleicht, aber ich kann mich wieder darauf besinnen, wie war es in dem Moment, wo ich wirklich bei mir war und wo sich wirklich danach auch was verändert hat und das wieder zurückzuholen, hilft mir dann oft, außer wenn es gerade mal wieder so eine Vollchaos-Situation ist, war ich noch nicht so ganz dafür, ja. Aber ganz oft so, ja, und das Gefühl nimmst du jetzt nochmal, um da wieder ranzukommen, zu sagen, okay, hier, das ist meins und das ist nicht das von dem anderen. Oder, wow, das ist der andere, ich kann mich aber jetzt abgrenzen, weil ich weiß, wie es geht. Weil ich es vorher nicht gelernt habe, nicht kapiert habe, nicht weiß, was ich, was es war, ja, mir antrainiert habe. aber es da erlebt habe und dann profitiert, glaube ich, jeder, also so alle, die ich jetzt gehört habe oder so, jeder wirklich davon, wenn er sich wirklich daran erinnert. Und ich habe nämlich auch jetzt nochmal nach den Interviews so ein paar habe ich mir angehört und dachte so, was war eigentlich deins? Ja. Und dann kam so viel hoch, also ich habe das auch nochmal, so wie du vorhin am Anfang gesagt hast, Martina, nochmal so durcherlebt fast. Donner. Und dann ist heute Nacht so viel passiert. Ja, ich bin heute Morgen wach geworden und dann so, was ist denn das jetzt auf einmal, ja? Warum kommt jetzt auf einmal, ist wieder so ein Stück gelöst gewesen, ja? Oh. Und das war total toll, ja? Und dann dachte ich, ja, cool, das ist jetzt wieder. Also ich komme wieder. Oh, das ist nochmal. Oh, das ist so schön. Das gibt ewig nach.
es wirkt immer noch nach und ich glaube, es ist toll, sich immer wieder an solche Situationen zu erinnern, weil im Alltag die so schnell verloren gehen, man nicht das Gegenüber hat, das vielleicht nicht im gleichen blöden Ton antwortet wie sonst immer und ich mich von dem vielleicht noch nicht abgrenzen kann. Ja, ja, aber ich merke, ah, da hat es funktioniert und ich kann das doch. Ja, und das ist ja. Ja. Cool. Ja. Das hört sich echt gut die an. Beatrix schreibt gerade auch, ja, so erfahre ich es auch. Voll. Also, ich glaube, man nimmt so viel für den Alltag mit einfach. Und gerade dieses, immer wieder diese Momente herholen auch, ja, weil da habt ihr es gemacht, da hat es geklappt, da habt ihr das geschafft, da seid ihr da durch, ja. Und ich glaube, das ist so wertvoll, ja, dass man da immer wieder andockt und gerade jetzt bei den Interviews auch, ne, das haben so viele jetzt auch gesagt, Mensch, es war wie nochmal ein kleines Enlightenment, ja, da nochmal wirklich hinzufühlen und sich dieser Momente bewusst zu werden nochmal, ja, das ist schon besonders, ja. Und es war auch gut zu. Also es klappt ja nicht sofort, ja. Auch so den Weg, wie bin ich da hingekommen, ja, zu erfahren. Das ist auch nochmal sowas gewesen. Es ist nicht sofort eine Wand da und ich kann auf einmal alles lösen, sondern welche Strategie, also wieder eine Strategie eigentlich, habe ich genutzt, um aus diesem alten Muster rauszukommen. Ist ja auch mal eine Erfahrung, ja, wo ich sage, ja, und ich brauche manchmal einfach diesen Weg oder ich brauche dann so ein Bild, was da nochmal da war, um zu sagen, ja. Dann mach es doch wieder so, wie du das da eben gemacht hast, ja, und das wieder zurückzuholen, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Ja. Ach, schön, oh, Mensch, so toll, echt. Hier auch. Ach, echt schön. Ja, Mensch, ich glaube, über das Enlightenment haben wir alles gesprochen, gell? Genau. Bei dir geht es ja ein bisschen weiter auch. Ja. Ausbildung. Wir sehen uns nämlich morgen, weil Anja will nämlich auch in die Tiefe arbeiten mit den Menschen. Das auch weitergeben, genau. Ja. Ja, das ist eine tolle Erfahrung. Also das ist super. Ich bin jetzt auch schon hier mit den anderen aus der Ausbildung und schon der Austausch war eben nochmal so intensiv. Und ich hatte vorhin ein Telefonat auf der Autofahrt hierher mit einer Freundin. Und habe ihr davon erzählt und sie so, oh, das ist ja total spannend. Und dann ging das bei ihr schon direkt los. Ich habe nur gesagt, teile das doch mal in so 7er-Jahres-Abschnitte ein. Und dann fängt es an, ja, und da ist das passiert. Und dann dachte ich so, oh, dann erzählte die mir gerade so ihre ganze Story schon so. Und wenn das nur reicht, ja, das anzutriggern, dass da schon in diesen 10 Minuten so viel passiert ist, dafür ist es so wertvoll, das jetzt irgendwie mitzumachen. Ja, kann ich nur noch mal sagen. Also es baut echt alles so aufeinander auf. Das ist jetzt das dritte, was ich für euch mache. Und es ist einfach toll. Also es verändert sich viel, es stagniert wieder, es verändert sich viel, aber es gibt dann auch mal ein paar Schritte. Und das ist toll, einfach auch zu wissen, ja, da kannst du dich drauf verlassen. Es ist alles richtig, wie es ist. Und das ist toll. Ja, schön. Ja, du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Wir sind schon von der Zeit so drüber, aber ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen, ein paar Minuten. Wir machen ein bisschen auf Thomas Gottschalk überziehen. Ich krieg dann von Michael sowieso wieder so ein, hast du wieder überzogen. Wieder so viel aber es gibt jetzt keine Nachrichten. Aber du hast jetzt was angesprochen, das finde ich so schön, und zwar das Stagnieren. Mhm. Ja? Und da hadern wir ja immer sehr damit, ja, ganz oft. Ja, und ich finde es so was Tolles, weil für mich ist ja so dieser Jahreslauf so was Wichtiges. In der Biografieanalyse haben wir ja auch die Jahreszeiten, die Geburtsjahreszeiten mit dabei. Und ich finde immer, so wie die Natur wirklich jede Phase zelebriert, ja, die lässt nichts aus, ja, auch den Winter nicht, wo es offensichtlich stagniert, ja, aber in der Tiefe so viel passiert. Und gerade diese Phasen, wo wir das Gefühl haben, da stagniert alles, ja, oder da geht es wieder zurück, ja, da haben wir ja so viel Angst, na, oh Gott, ja,
so quasi, jetzt war ich schon so weit und jetzt falle ich wieder so zurück oder so, ne? Also es geht nichts vorwärts. Und diese Phasen sind so wichtig, weil da in der Tiefe so viel passiert. Ja, da passiert sich oft so viel um. Das kriegen wir bloß nicht mit, ja, weil wir da, keine Ahnung, so beschäftigt sind mit dem Denken, warum stagniert jetzt alles, ja, oder warum komme ich jetzt nicht vorwärts? Und aber da passiert so unglaublich viel und das sind so wertvolle Zeiten. Und auch, ich finde mal in der Ausbildung, wenn da ist ein Modul und dann erlebt man wieder ganz viel und dann erfährt man wieder ganz viel und da passiert so offensichtlich ganz viel und dann geht man wieder heim, ja, dann nimmt man ganz viel mit, vielleicht nimmt man sich auch ganz viel vor und dann merkt man peu à peu, an welchen Punkten bleibe ich stehen, an welchen Punkten bleibe ich dran. Und ich finde, das sind so wertvolle Erkenntnisse dann auch, wo gehe ich automatisch weiter und wo bleibe ich aber auch stehen oder wo verfalle ich eher so in alte Muster wieder, ja. Und das ist so wertvoll, diese Phase zu haben, ja, dass ich nicht nonstop eigentlich so dranbleibe, dann würde ich das voll, ich würde es nicht mitkriegen, ja, in meinem Vorwärtsgedrang, ja, ich würde ohne diese Pausen dazwischen, würde ich das gar nicht mitkriegen, ja, welche Dinge mache ich weiter, welche lasse ich links liegen, ja, und so, und wie ticke ich denn, ja, wie gehe ich denn mit dem um, und ich finde das, also das hat so einen Schatz einfach, diese Leerlaufzeit dazwischen, ja, oder dieses, ja, wo jeder wieder heimgeht und der Alltag kommt und die eine oder andere Strategie. Ja, es wird damit auch nochmal klarer, dass es sein muss sogar, also sein darf vor allem, aber auch sein muss. Und dass sich da doch mal öfter dran erinnern darf. Ja. Ja, weil dann würden wir gar nicht mit hadern, so, sondern würden wir diese Zeiten oder diese Phasen wirklich auskosten, ja, wie es die Natur macht. Mhm. Ja, die holt da alles raus aus der Phase. Ja, wenn im Frühling alles blüht, dann wow, dann hast du das Gefühl hier, boah, krass, ja, du wirst hier überschwemmt, ja, mit bunten Farben und mit Duft und ja. Und im Winter wird es dann einfach ja kalt und dunkel. Da wird das zelebriert, ja, dieses Hey, Moment, stehen bleiben, ja, Pause, ja, Rückzug, Schneckenhaus, rein ins Haus und ja, dieses Aufsammeln, ja, genau, damit es wieder blühen kann, ja, ist auch schön. Ja, ja, genau. Und so brauchen wir das einfach, diese Phasen, ja. Genau, ja. So in den Stürmen des Winters stehen, es würde da kein Sommer kommen, aber er kommt immer, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Also, die Geduld haben. Ja. Oh, cool. Das war ein schöner Impuls jetzt mit deinem Stagnieren. Danke. Ich bin jetzt losgeworden, ne? Mit der Natur. Ja. Okay, jetzt ist aber unglaublich spät. Ich mag nur noch sagen, danke, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Nachschauen und einfach so ein bisschen wieder eintauchen in das oder neugierig werden. Und ja, jeder, wer Bock hat, Lust hat auf das Enlightenment und einfach sagt, hey, ich muss das jetzt echt mal erfahren, was das so ist, alles, was es damit auf sich hat, dann kriegt ihr ja diesen Gutschein, wenn ihr jetzt bei dem Call dabei wart. Also gebt einfach schreibt einfach Call mit rein ins Anmeldeformular und dann kriegt ihr diesen 100-Euro-Gutschein auf das Enlightenment und ja, könnt euch freuen. Und Anja, danke für deine Zeit und einfach, dass du jetzt hier so erzählt hast aus deinem Enlightenment und auch dir natürlich, also für dein nächstes Enlightenment kriegst du das natürlich um die Hälfte. Einfach als kleines Dankeschön. Gut, super, Dankeschön. Ja. Nee, ist auch toll. Ich kann es jedem empfehlen. Macht es. Danke, danke. Ja, und euch noch einen schönen Abend jetzt in eurer tollen Ferienwohnung und lasst es euch gut gehen. Ja, danke. Und euch allen schönen Dank fürs Dabeisein und euch auch einen tollen Abend. Und ja, meldet euch an, wenn ihr Lust habt und dabei sein wollt. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach melden. Genau. Genau. In diesem Sinn, einen schönen Abend und schönes Wochenende. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.